Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir sind nun am Fuße des Ursprungsbaums, des Rohschürbaums, glaube ich zumindest. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, nach oben zu klettern. Das sagt zumindest unsere Holokarte. Klettere auf den Ursprungsbaum. Okay, das können wir machen. Allerdings, wie ihr seht, warten da schon ein paar Monster auf uns. Ich will nicht. Hallo, tschüss. Oh, drei Stück. Könnt ihr hier rauf? Ich versuch mal von oben rauf zu springen. Gute Idee. Ich bin feige. Oh, jetzt sind es schon vier. Ups, falsche Taste. Moment, anderes Lichtschwert. So. Hä? Ich dachte, ich kann. Nein, R2. Und dann Dreieck. Das ist jetzt nicht sehr effektiv. Das war schon wieder Macht. Okay, Moment. Autsch. Ich glaube, hier wäre ein guter Ort zum Trainieren. Wenn ich nicht sterben würde, dann. Jetzt bitte. Autsch! Kotzendes Vieh, ey. Das hat irgendwie sich gerade angehört, als wenn hier was jaulen würde. Oh, ey. Und zack! Bam! Kann ich dich eigentlich abwehren? Autsch, das ist ja wahrscheinlich schon aber nicht so erfolgreich. Oh, dieses Mistkotzvieh. Yes! Ah, das war knapp. Ich habe gedacht, ich hau noch zu, bevor er mich erwischt. Ich habe den halben Kopf abgemacht. Oh Gott, das ist so brutal. Aber ich hab's geschafft. Was piepst hier so? Nein! Yay! So läuft das. Komm ich hier rauf? Jop. Noch einer. Der explodiert da unten. Gut, ich mache hier ein bisschen klar Schiff. Hallo, Schneckchen. Autsch. Ich frage mich, wie viel Magensäure der hat. Immer wenn er den Kopf so weit nach hinten macht, fängt er an so zu kotzen. Okay, jetzt noch der da. Ich glaube, dieser Ort wäre ideal zum Trainieren. Soll ich das machen? Danke, BD. Ein Wookie-Horn? Ein handgeschnitztes Wroschürhorn mit Einlagen aus wertvollen Metallen und Steinen. Die Komplexität der Arbeit legt nahe, dass das Horn einem sehr bedeutenden Wookie gehörte. Noch bedeutender als Tarful? Interessant. Wie sieht denn das aus? Ach so, das ist wahrscheinlich so ein Rufhorn. Ich würde mich ja lieber gerne nochmal heilen, aber dann muss ich mich ja wieder durchschlagen. Das finde ich nicht so toll. Ich
ich würde auch gerne einmal da jumpen. Da ist auch eine Kiste. Hopsi-dopsi. Hui! Yes! Echo? Über Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Wipfel. Der Baum führte sie. Heiliger Baum, ein Machtecho. Das ist mehr als nur ein Baum. Er ist für den Planeten eine heilige Stätte. Er diente den Wookies als Orientierungshilfe. Ich meine, es ist ein Riesenbaum. Vielleicht verbindet er sogar den ganzen Planeten. Hier sind Eier. Nein, das sind keine Eier. Das sind Sporen. Pilzsporen. Okay. Alles klar. Wenn ich ja jetzt runterhopse, werde ich sterben, oder? Wie komme ich also wieder hier runter? Von hier? Ja, hier ist nicht so schlimm. So. Ich habe so ziemlich alles freigeräumt hier. Dann kann ich jetzt noch die Kiste holen, die ich hier eben gesehen habe. Die war hinten links. Da. Ich wusste, dass du da reinspringst. Was ist es, BD? Material. Ach so, ein Poncho. Rover. Na, bleh. Ach ja, ach ja. Na gut, kein Schwarz. So ein trauriger Kack. Scannen. Blütenpilz. Oh, Terrariumsamen halten. Ich hoffe nur, er wird nicht zu groß. So ein riesen Puffpilz, wenn man da draufstellt, explodiert der. Oder passt einfach nur nicht rein. Ja, was ist das? Okay, scannen wir das mal. Scheint eine Spinne zu sein, von der Spinne. Ich höre dich, BD. Zeig ein mal. Ein Spinnennetz. Schätzungen zufolge sind 15% der Wälder auf Kashyyyk von Wyshog-Netzen bedeckt. Die Gefahr durch Wyshogs ist derart groß, dass junge Wookies schon im Alter von 3 Jahren lernen, sich gegen die Spinnen zu verteidigen. Eieie, ach du Backe. Ha? Oh, hier ist ein Seil. Hätte ich da runtergehen können? Ich kletter mal rauf. Ich soll ja irgendwie nach oben. Boah, so viele Spinnennetze! Ist das ekelhaft! Und? Was hat mir das jetzt gebracht? Nix. Hä? Nichts. Ja, gut dann. Ach so, doch da, guck mal. Ja, ein Helm. Diesen Sturmtruppler hat eine Kreatur hergezerrt. Ganz schön unheimlich, BD. Tierwelt von Kashyyyk. Der Helm eines Trupplers, die Überreste eines Sturmtrupplers, den eines der Raubtiere auf Kashyyyk hierher verschleppt hat. Hierher geschleppt hat. Ja, das war wahrscheinlich die Spinne. Ich meine, die ganzen Netze hier, die sprechen ja dafür. Unheimlich, ja, sehe ich auch so. Ups, das war der Pilz, ne? Ja. Ich glaube, sonst habe ich das hier erkundet. Boah, dieser Pilz, der erschreckt mich ein bisschen. Ich glaube, ich guck mal kurz auf die Karte. Ja, da geht's weiter. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles. Ich heile mich jetzt nochmal. Dann kommen zwar die Monster wieder, aber ich werde versuchen, sie zu ignorieren. Ich sollte meditieren. Ich bin nämlich fast tot. Drang ist zu hauen, aber was soll's. Okay. Nicht so wild, nicht so wild, nicht so wild. Weiter, weiter, weiter. Okay. Ich hab noch alles Leben. Ob es hier auch so Jagure gibt oder sowas? Oh, hier sind richtig viele. Ich bin fort mit dir. Ich bin fort mit euch. Ich bin gar nicht hier. Ihr seht mich nicht. Ach, dieses Kotzvieh, ne? Was hat das... Oh, die Käfer hat es überlebt. Aua.
der Käfer jetzt. Jetzt aber. Es wäre so cool, wenn der Käfer ihn auch verletzen würde. Ich komme mit denen nicht klar. Sie sind schlimmer als die Phylax. Ha! Ja! Oh, ich habe einen Fähigkeitenpunkt. Juhu! Hier geht's irgendwie runter. In den Tod eventuell. Also muss ich nach da oben. Wie komme ich da hoch? Auf die... Da. Okay. Die Wand hochklettern. Ich bin gespannt, was mich beim Baum oben erwarten soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum wir auf den Baum klettern sollen. Habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Ich soll Antworten hier bekommen? Ich habe das... Ich weiß nicht mehr. Blue? Joa, keine Ahnung. Ich schätze mal. Oh, okay. Ein Affe? Oder irgendwas? Wiss nicht, ob er freundlich ist. Ich glaube nicht, dass er. Das hat die neunte Schwester ausgeschaltet. Der hat sich einfach nur. Uiuiui. Ich glaube, der hat sich einfach nur bedroht gefühlt und genervt, weil dieses Raumschiff seinen Baum angeschossen hat. Es wäre aber so cool. Okay. Hallo, Birdie. Es wäre so cool, wenn der freundlich wäre. Sind das seine Federn? Nein. Was ist hier? Wow, ey. Ich bin nicht im Wipfeln, ja? Hier sind mega viele Insektenflügel und riesige Insektenflügel. Ich glaube, der Vogel ist hier so ein bisschen. Okay, hier ist nichts weiter. Sieht zumindest nicht so aus. Dann jumpen wir doch mal. Wow! Was? Was? Was ist denn jetzt los? Okay. Warum habe ich so eine komische Vision? Steh auf. Neuer Versuch. Ich schaff's einfach nicht, Meister. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Yes! Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Um was geht's hier gerade? Oh. Führe ein Jedi-Sal... Führe? Achso, für einen Jedi-Salto in der Luft. X. Hm? Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. XX? Weitsprung. Yeah! Wow! Nur immer wieder aufstehen, BD. Jedi-Salto! Wenn wir aufstehen, ist der Kampf nicht zu Ende. Yes! Endlich bin ich wieder da, wo ich vor der Auslöschung war. Vor Meister T'Pols Tod. Wirklich? Heißt das, wir haben jetzt alle unsere Fähigkeiten wieder? Oh. Okay. Also ich muss wiederholt X drücken, um diesen Salto da auszuführen. Wupp, wuhu. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, ich kann nach Dathomir zurück. In den Dathomir-Tempel. Nein, mir graut es. Kann ich dann einfach so hoch jetzt? Ja, Tatsache. Wow. Krass, hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, neue Fähigkeiten sind verfügbar. So eine Scheiße. Schon wieder neue Fähigkeiten. Wo denn? Da oben ist eine. Beherrschung. 3 Fähigkeitenpunkte. Erhöht den Lichtschwertschaden. Nice. Braucht aber 3 Punkte. Dafür brauche ich 2. Verlangsamen, verlängern. Verheerender Schub. Den will ich mir mal angucken. Mächtiger Magnet, der Gegnergruppen ruckartig in Kells Richtung zieht. Und dann, was dann? Tja, jetzt müsste ich gerne wissen, was man danach macht. Jawohl, ich habe noch leider keinen zweiten Fähigkeitenpunkt. Ich kann leider noch nicht weitermachen. Ja, das war jetzt spannend. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir jetzt in diesem Moment schon was Neues lernen werden. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer, möge die Macht mit euch sein. Over and out.